Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch ein weiteres Buch aus dieser wunderbaren Mojang Minecraft Reihe an Hilfsbüchern vorstellen. Und zwar habe ich hier noch das Kämpferhandbuch. Das wird vorerst das letzte Video dazu sein, denn das vierte Buch dazu, das fehlt mir aktuell noch, wird dann aber auf jeden Fall nachgereicht. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Auch hier natürlich wieder die Updated Edition, also Updated Edition, wenn man es jetzt natürlich englisch konsequenterweise aussprechen möchte, für Version 1.8. Alles an Informationen hier zusammengefasst. Das Kämpferhandbuch, entsprechend eine kleine Hilfestellung für auch letztendlich die ganzen Mobs. Hier haben wir wieder Inhalt. Und ich blätter das natürlich wie immer mit euch durch. Die ganzen Waffen werden hier vorgestellt. Das, was man eben alles so braucht. Rüstung ist natürlich auch echt ein wichtiges Thema. Da kann man auch viele Dinge machen. Ich habe zum Beispiel auch schon mitbekommen, dass man sich die Lederrüstung zum Beispiel einfärben kann. Finde ich total super, so ein kleines Gimmick einfach. Ich denke, hier wird sich bei den Mobs auch einiges wiederholen aus dem Einsteigerhandbuch. Denn da haben wir ja auch schon ein paar Mobs vorgestellt bekommen. Das Einsteigerhandbuch ist halt mehr eine Zusammenfassung aus allen Büchern, würde ich sagen. Und dass diese weiterführenden Bücher sind halt dann einfach ein bisschen tiefergehend, was das alles angeht. Da kriegt man einfach noch ein paar mehr Informationen dazu, wo man da eventuell was findet oder was man da beachten kann. Jetzt habe ich wieder angefangen, so zu blättern. Ich versuche es mal wieder über den Weg, dass ihr einfach einen kleinen, leisen Eindruck davon bekommt. Hier geht es zum Beispiel auch um die Tränke. Das ist auch ein ganz tolles Thema. Ich denke, das ist aber eher was für später im Spiel. Da bin ich aber schon sehr gespannt drauf. Wenn es danach geht, würde ich ganz gerne sofort alles total toll anfangen wollen und machen und tun. Das geht aber nun mal nicht. Außer im Kreativmodus, das ist klar. Aber das empfinde ich ja fast als Cheaten. Ich möchte schon gerne den Überlebensmodus spielen. Und da ist nun mal nicht alles von Anfang an verfügbar. Aber gerade das macht den ja auch so spielenswert, den Überlebensmodus. Ja, also hier sehen wir wirklich nochmal ein paar schöne Sachen, mit denen man sich da durchkämpfen kann durch das Spiel. Und da freue ich mich auch schon drauf, definitiv. Ich weiß, da wiederhole ich mich, aber es ist leider die Wahrheit. Gut, ich denke, jetzt sind wir auch gleich durch. Ich habe hier noch die letzten Seiten in der Hand. Damit freue ich mich, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte in dieses Buch. Und dann, wie gesagt, das letzte Buch folgt noch. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen werde, ist jetzt mein persönliches Favoritenbuch, wenn es darum geht, mit Minecraft anzufangen und sich Wissen anzueignen. Und das werdet ihr dann in den nächsten Tagen auf meinem Kanal finden können. Freut euch darauf. Danke fürs Zusehen und ich sage bis dann.